Dann ein etwas komplexeres. Das ist ein Brief an eine Versicherungsgesellschaft, erschienen im Anwaltsreport. Das ist eine etwas längere Geschichte, hat eine kleine Anlaufzeit, aber es lohnt sich. Ich bin von Beruf Dachdecker. Am Tage des Unfalls arbeitete ich alleine auf dem Dach eines sechsstöckigen Neubaus. Als ich mit meiner Arbeit fertig war, hatte ich etwa 250 Kilogramm Ziegel übrig. Da ich sie nicht die Treppe hinuntertragen wollte, entschied ich mich dafür, sie in eine Tonne an der Außenseite des Gebäudes hinunterzulassen, die in einem Seil befestigt war, das über eine Rolle lief. Ich band also das Seil am Boden fest, ging auf das Dach und belud die Tonne. Dann ging ich wieder nach unten und band das Seil los. Ich hielt es fest, um die 250 Kilo Ziegel langsam herunterzulassen. Wenn Sie in Frage 11 des Unfallberichtformulares nachlesen, werden Sie feststellen, dass mein damaliges Körpergewicht 75 Kilo betrug. Da ich sehr überrascht war, als ich plötzlich den Boden unter den Füßen verlor und aufwärts gezogen wurde, verlor ich meine Geistesgegenwart und vergaß, das Seil loszulassen. Ich glaube, ich muss Ihnen nicht sagen, dass ich mit immer größerer Geschwindigkeit am Gebäude hinaufgezogen wurde. Etwa im Bereich des dritten Stockes traf ich die Tonne, die von oben kam. Dies erklärt das gebrochene Schlüsselbein. Nur geringfügig abgebremst, setzte ich meinen Aufstieg fort und hielt nicht an, bevor die Finger meiner Hand mit den vorderen Fingergliedern in die Rolle gequetscht waren. Glücklicherweise behielt ich meine Geistesgegenwart und hielt mich trotz des Schmerzes mit aller Kraft am Seil fest. Jedoch schlug die Tonne etwa zur gleichen Zeit unten auf der Erde auf und der Boden sprang aus der Tonne heraus. Ohne das Gewicht der Ziegel wog die Tonne etwa 25 Kilo. Ich beziehe mich an dieser Stelle wieder auf mein in Frage 11 angegebenes Körpergewicht von 75 Kilogramm. Wie Sie sich vorstellen können, begann ich nun einen sehr schnellen Abstieg. In der Höhe des dritten Stockes traf ich wieder auf die von unten kommende Tonne. Der Zusammenstoß mit der Tonne verzögerte meinen Fall, sodass meine Verletzungen beim Aufprall auf den Ziegelhaufen gering ausfielen. Ich bedauere jedoch, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich, als ich da auf dem Ziegelhaufen lag und die leere Tonne sechs Stockwerke über mir sah, ich das Seil reflexartig losließ. So kam es auch noch zu einer Gehirnerschütterung. So, das war dieses.